Willkommen zurück zu Fallout mitten im Dialog mit Kate, die gerade sich darüber wundert, dass wir so freundlich zu ihr sind, weil sie wittert nämlich einen Trick. Richtig zeitweite Gegenleistung, oha. Reden wir jetzt, oder was? Was glaubst du denn, was ich dafür erwarte? Wer weiß. Deine Wäsche waschen, eine Kugel für dich abfangen, deine Ausrüstung schleppen. Wo liegt da der Unterschied? Ich glaube, dass du mich nicht verstehst. Lass mich erklären, was ich meine. Dann verstehst du vielleicht, wo ich herkomme. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Tja. Warum hast du so große Angst vor Gefallen? Ich will lieber nicht darüber reden. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Da stellt sich mir jetzt wirklich die Frage, warum habe ich jetzt irgendwie Follower-Punkte für sie gekriegt? Ich hab eigentlich gerade nur gelootet, oder? Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. So, warte mal, ich habe doch gerade das Injektorgewehr gefunden. Wie viel wiegt denn das? Kurz-Injektorgewehr, das ist ja cool. Das macht erstmal nichts. Aber warte mal, das können wir auf jeden Fall erstmal auf die Fabus legen. Legen wir das mal auf die 8. So, warte mal, ob ich das in die Hand nehme. Da habe ich natürlich keine Munition für. War ja klar. Achso, ich muss dafür das Munition herstellen. Na gut, dann machen wir erstmal Level ab. So, ich wollte eigentlich Charisma-Level, ist mir übrigens wieder eingefallen. Für mein, tolles, wo immer es ist, ihr lokaler Anführer-Ding. Das kann ich ja schon leveln, aber ich wollte Charisma auf jeden Fall noch mehr leveln. Man weiß ja nicht, oder Glück. Oder Beweglichkeit, aber man weiß ja nicht. Vielleicht wollte ich noch was anderes leveln? Solar? Solarenergie? Hätte zu 2 Stärken Ausdauer, ja genau. Oder ich könnte Rüstmeister, aber nee, kann ich eh noch nicht leveln. Das habe ich ja gelevelt, wo ich das mittlerweile ein bisschen bräuchte. Ich mache hier Gewehre. Das sind nicht automatische Gewehre, ne? Ich wollte ja eigentlich noch das andere finden. Ach, siehst du, das macht mein scharfes Gewehr sowieso mehr Schaden, weil ich das gelevelt habe. Oder ich level erstmal Pistolenschaden, oder hier Dingsbums. Das mit Simpacks stellen mehr her. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das mache ich im nächsten Level, glaube ich. Jetzt mache ich erstmal was Cooles. Das war auch richtig Quatsch, dass ich das gelevelt habe. So im Nachhinein natürlich. Oder ich mache Revolver halt, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. 20% mehr Schaden auf Pistolen. Was könnte man mir noch Schönes tun? Ja, hier Glücksfund ist natürlich auch ganz witzig, aber. Ja, nee. Mehr blutig? Ach, warte mal, das macht einfach mehr Schaden? Lol, okay, wir machen das hier. Ich meine, das macht einfach so mehr Schaden, ne? Das kann ich erstmal voll durchleveln, ne? Das klingt richtig gut. Das ist einfach mehr blutig und mehr Schaden machen. Ich meine, einfach 10% mehr Schaden. Bonus. Für nichts. Für lau. Man muss dafür nichts tun. Das ist eigentlich besser, als einzelne Waffen zu leveln. Also im Großen und Ganzen gesehen, wenn man noch... Ich glaube, hier war irgendwo noch eine Warnung. Niemand ist da durchgelaufen. Kennt es immer noch 20 Meter unter mir. Hey. Ah, die Kugel kommt schon an. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. So. Verdammt. Schön, dass die Kugel getroffen hat, aber der andere leider nicht. Na gut, der welches war wahrscheinlich. Ich fühle mich ja immer noch wie so ein Geheimagent, wenn ich die alle weghaue. Obwohl das echt total unlogisch ist. Wie sie auch aussieht, das macht mich. Also ein Teddybär aus so ein Rollstuhl macht mich ja wie nervös. Ich hätte rechnen wie mit einer Falle. Was? Zerfetzte Leichen. Unsicherheit doof. Ach Quatsch. Mann, hier gibt es doch diese Fahrstühle, das macht mich fertig. Ich weiß nie, ob die hoch oder runter fahren. Das Schöne ist, in Fallout sind zerfetzte Leichen zu eigentlich. Ich will mit dir reden! Na, scheiße. Na. Warte, ist es eigentlich. Obwohl. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht. Seid ihr dran und eure Familien auch. Und du, Shroud. Wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kenzo im Köpfchen hat. Ist das auch ein Ghoul?
Du versteckst dich hinter einem Unschuldigen. Du bist ein Feigling, Sinjin. Ich werde dich zur Strecke bringen. Red nicht so mit mir. Ein paar dieser Loser halten dich für irgend so eine Legende. Als wärst du direkt aus einem Comic gesprungen. Aber du und ich wissen, dass du ein Mensch bist. Und schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Ich weiß nicht, wie kennt ihr auf die. Ich bin problemlos durch deine Leute marschiert. Wer sagt, dass ich nicht Shroud bin? Hört nicht auf ihn, Leute. Er ist nicht echt. Dann pass mal gut auf. Weil ich Kent dann töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern. Bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und dann gehe ich nach Good Neighbor und mach dort jeden einzelnen Schweinehund kalt. Und ich brenn alles nieder. Keiner legt sich mit Sinjin an. Verdammt! Ich hätte doch Charisma leveln sollen! Jetzt möchte ich wirklich laden und speichern, bis das klappt. Das ganz oben. Was? Was passiert ist folgendes. Jeder, der mit einer Waffe auf mich zielt, stirbt. Bis auf den letzten. Netter Versuch. Aber sie haben mehr Angst vor Kate mir, als sie je vor einem Loser wie dir haben werden. Sag gute Nacht, Kent. Nein, das will ich nicht. Das ist. Aber wo ist mein Schnellspeichern? Oder das? Oh, das ist tatsächlich ein Autosave. Das ist ja. Ach so, ich habe ein Autosave nach Dings gekriegt. Ich muss mal kurz gucken, ob ich an Sinjin irgendwie anders rankomme. Da kann ich irgendwas einwerfen, was mir mehr Charisma macht? Das wäre mega cool, wenn ich das wirklich hinkriegen würde, dass der Dialog wirklich genau so passiert, dass ich einfach nur sage, jeder, der seine Waffe mir redet, ist tot. Dann machen das alle. Das wäre mega cool. Das wird leider nicht passieren, oder? Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Upsala. Scheiße. Ich komme gerade erst in Fahrt. Okay, ich versuche mal, irgendwie alles zu machen, was irgendwie Charisma plus gibt. Kent muss leben. Ja, deswegen ja. Na, gucken wir mal. Was habe ich denn bei? Ich habe auf jeden Fall erstmal Klamotten bei. Die Silbersword-Rüstung tut es leider nicht mit Charisma. Die macht Bewegung und Wahrnehmung plus, sehe ich gerade. Na gut, und Warnung, der Hut auch. Okay, warte mal. Wir können auf jeden Fall, verdammt, ich hätte einen Voltanzug so hinrichten können, dass er Dings braucht. Na gut, egal. Ich habe kein Kleid bei. Ich habe auf jeden Fall die Schmalzblockenkappe mit. Dann habe ich noch. Dann habe ich da irgendwo noch eine Sonne. Da habe ich da irgendwo noch eine Brille, die plus Charisma macht. Oh Mann. Das einzige Problem an der ganzen Geschichte ist, ja? Dass ich danach total dämlich aussehe und ich nicht mehr ernst zu nehmen bin. Der saubere helle Anbrust macht der Charisma? Ja, jawohl, der macht Charisma plus, jawohl. Ja, habe ich die Charisma-Brille gar nicht mehr? Verdammt. Saubere helle blaue Anzug? So, warte mal. Den Hut kann ich nicht aufsetzen, oder? Ja, ich kann entweder nur die Schmalzlocke oder das Ding, okay. So, Schmalzlockenperücke. Warum habe ich eigentlich. Habe ich wirklich die Charisma-Brille nicht mehr dabei? Nu! Na komm, probieren wir es einfach mal so. Ey, ich sehe aber schon, wirklich. Mal guckt euch an, also mehr sympathisch geht echt nicht, oder? Wirklich. Wenn ich jetzt noch die bessere Brille hätte, wäre es natürlich noch cooler. Warum habe ich die nicht mehr bei? Ja, ich mache einfach Quicksave, mal gucken, wie es klappt. Mal gucken, wie es klappt. Aber wie gesagt, ich bezweifle, ich sage das. Bleib ruhig. Ich bin deine Schuld. Hast getan, was nötig war. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Aber ich glaube, ich kann mich von hinten hier reinschleichen. Das muss ich hinterher auch mal probieren, dass ich nicht da. Wenn du einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kent so im Köpfchen hat. Sieht aber auch aus. Er könnte doch genauso der Präsident sein, oder? Das ist so, wie ich dastehen soll hier. Was zum. Ups, Alter. Ach so, das hat natürlich null Rüstungswert. Verdammt, ist richtig geworden. Nein. Ich bin zu weit nach vorne, aber er hat den Dialog nicht gestartet. Was soll denn das? Die Cetana. Also so ein Ding bräuchten wir jetzt. Ich weiß nicht, ich meine, was ich auch mal testen könnte, wäre es richtig ein oder einfach wäre. Ich hab mich so weit. Hä, nach oben? Das Ding fährt doch eindeutig nach unten. Ich will mit dir reden.
Ach so, sein Typ, der neben ihm steht, erschießt Dingensbums leider auch. Ach man, das ist ja doof. Okay, gut, das bringt also auch nichts. Ah, verdammt! Ich dachte, vielleicht kann ich den Dialog auch so lösen, dass ich einfach einen Schuss an den Typen einfach rausnehme und die anderen irgendwie auf irgendwelche anderen Leute schießen und nicht auf ihn. Und das bringt leider auch nichts. Ich bräuchte irgendwas. Also, wenn man das mit Waffen lesen, bräuchte ich irgendwas, was den kompletten Raum instant lebt. Und wir mehr riskieren. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Ah, das ist der Typ daneben. Du, Shroud, wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kenzo im Köpfchen hat. Ja, möchte er jetzt reden? Kent ist der einzige Grund, warum du noch am Leben bist. Du hast gut reden, Arschloch. Ein paar dieser Loser warten noch immer auf den legendären Silver Shroud. Sie glauben, er wäre direkt aus einem Comic gesprungen. Aber du und ich wissen, dass Shroud bloß du in einem flohverseuchten Kostüm bist. Du bist schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Das Problem ist, dass ich halt den Silvershort-Dialog nicht machen kann, weil ich die Silvershort-Sachen nicht anhab, ne? Freunde machen einen nicht schwach, sondern stark. Du machst dich zum Affen, weil dir so viel an diesem Schwächling hier liegt. Und du hältst dich für stark? Dann pass mal gut auf, weil ich Kent dann töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern, bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und dann gehe ich nach Good Neighbor. Und mach dort jeden einzelnen Schweinehund kalt. Und ich brenn alles nieder. Keiner legt sich mit Sinjin an. Verdammt, selbst mit so viel Charisma schaffe ich das nicht? Was passiert, ist Folgendes. Jeder, der mit einer Waffe auf mich zielt, stirbt. Bis auf den Letzten. Himmel, Sinjin kann uns nichts tun, wenn er tot ist. Feigling! Feiglinge! Ja, hat trotzdem nicht geklappt. Lol. Das macht ja nur den Kampf leichter. Das bringt ja auch nichts. Ja, das war es ja komplett gegen den Baum. Also das macht ja nur den Kampf leichter. Aber es hat funktioniert immerhin. Es war lustig, aber nicht so cool, wie ich dachte. Na gut, also dann versuchen wir mal irgendwie rumzurennen, weil der Raum sah da relativ groß aus. Dann können wir wieder unsere Silbersport-Rüstung anziehen. Jetzt haben wir ein Sternchen dran. Achso, die Menschen versuchen Schaden. Na gut, dann. Kann ich enttäuschen, oder? Na gut. Die Injektorpistole, ob die vielleicht doch. Ob wir die Injektorpistole vielleicht für den Grund gefunden haben? Dass man mit der irgendwie was machen kann? Warte mal. Ich guck mich hier mal ein bisschen hier um. Oh, naja, siehst du, man kann nämlich hier ein bisschen rumrennen, ne? Ach so, jetzt sind wir wieder unten. Ach, jetzt haben wir wieder den Fahrstuhl. Nach oben. Achso, das ist der Fahrstuhl, ja. Erdgeschoss. Nach oben. Erdgeschoss. Wo komme ich jetzt genau aus? Ich muss doch irgendwie möglich sein, oder Kent zu retten. Nach oben. Weil dialogtechnisch sah das gerade nicht so aus, könnte man ja viel machen. So, sind wir jetzt unten oder oben? Keller. Achso, jetzt, okay, sind wir ganz so unten. Ich jetzt hier lang glänzen. Ich gebe ganz echt offen und ehrlich zu, ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich gerade bin. Ich verirre mich in diesem komischen Hospital andauernd. Also hier war ich auf jeden Fall schon, meine ich zumindest. Wenn das hier der Handypfleger hier rumliegt, ist ein sicheres Zeichen, dass ich hier schon war. Ich lasse ja meistens eine Spur aus Leichen hinter mir. Bleib in der Rolle und verwende die komplette Rüstung mit Waffe. Meinst du? Dann machen wir das mal. Warte mal, habe ich bei. Warte, ich habe das Ding irgendwo. Wo ist denn das Ding hier? Ich habe die irgendwo. Nein. Wo ist die denn? Jetzt sind die Waffe. Ich hab die mit einer Kurztaste. Da hab ich. Ja, jetzt auf der 3. Ja, das ist ja ein Ding. Ja, das komplett zu wollen, wenn das will. Tschüss, Death Raider. Mach's gut. Viel Spaß beim Kochen und Küchengehilfen. Zusammenschreien, weil die nicht wissen, was Salz und was Zucker ist. Und über die falschen Töpfe verwenden. Und was man noch so alles falsch machen kann beim Kochen. Zweiter Stock. Ah ja, das ist genau. Ach ja, hier war ich, wo ich runtergesprungen bin. Das Feuer geht durch das Ding durch. Naja, gut. Ja, das ist, glaube ich, ich bezweifle irgendwie, dass es komplett, dass es was bringt, komplett in der Rolle zu bleiben. Das ist mit der silbernen Pistole, ich meine, das ist ja. Ich weiß nicht, ob er da überhaupt den Weg rauswieseln kann. Ich kann ja zumindest einfach noch die restlichen Räume hier erkunden. Wo ich schon mal bei bin, aber. Ja, ist schwierig, Ken zu retten, ne? Also ich wüsste zumindest nicht wie. Also. Wie mit der Injektorpistole vielleicht? Achso, ach so, hier bin ich so. Ja, ich jetzt wie hier ist das. Ah ne, ich dachte gerade für einen kurzen Moment vielleicht da unten kann man das gleichzeitig noch sehen. Aber ne, auch nicht. Das ist bloß nur der eine Fahrstuhl. Na gut, dann fahren wir dann mal runter und bleiben mal komplett in der Rolle. Obwohl eigentlich nicht so ganz klar ersichtlich ist, welche die Silver Sword-Dialoge sind, welche nicht.
Mal gucken. Shroud! Ich will mit dir reden! Keine Bewegung, Arschlöcher! Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Und du, Shroud, wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kenzo im Köpfchen hat. Ja? Du versteckst dich hinter einem Unschuldigen. Du bist ein Feigling, Sinjin. Ich werde dich zur Strecke bringen. Red nicht so mit mir. Ein paar dieser Loser halten dich für irgend so eine Legende. Als wärst du direkt aus einem Comic gesprungen. Aber du und ich wissen, dass du ein Mensch bist. Und schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Ich bin problemlos durch deine Leute marschiert. Wer sagt, dass ich nicht Shroud bin? Hört nicht auf ihn, Leute. Er ist nicht echt. Dann pass mal gut auf. Weil ich Kent dann töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern. Bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und dann gehe ich nach Good Neighbor und mach dort jeden einzelnen Schweinehund kalt. Und ich brenn alles nieder. Keiner legt sich mit Sinjin an. Als Shroud drohen, achso. Ich bin das Werkzeug der Gerechtigkeit und kann nicht sterben. Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein Vollstrecker. Hör auf, so zu reden. Es ist Shroud. Er ist es wirklich. Scheiße. Feiglinge. Feiglinge. Ja, aber er stirbt doch trotzdem. Das bringt doch überhaupt nichts. Ich möchte euch nochmal kurz festhalten, wie schwach diese Shroud-Waffe ist. Weil das ist immer ein schönes Ende für Ken Connolly gewesen, aber trotzdem. Es bringt ja wirklich nur was, um das, der ist ja mit 30, der Typ. Ach, das würde vielleicht der Gentle erklären, warum der Dialog bei ihm nicht funktioniert, ne? Weil er mit 30 ist. Das rettet Kent aber auch nicht. Lass uns einfach leben. Kann ich mit Emery noch reden? Lass uns einfach leben. Hä? Ja, wo geht das? Hat der denn für Waffen? Das bringt ja auch nichts. Muss doch irgendwie möglich sein, Kind zu retten. Warte, ich guck mich hier mal kurz um, ob ich nicht vielleicht irgendwie hier... Ja, hier ist natürlich auch eine Sackgasse der Raum. Also wenn, muss man das irgendwie über den Dialog Trump machen. Ist echt, glaub mir. Ist hier jemand mit einem Bulldozer durchgefahren? Ja, aber das muss ja irgendwie mit dem Dialog gehen. Und wenn ich einfach sage, ich bin jetzt sein Kopfgeld her... Ist ja wirklich nur ein Abstellraum hier, das ist... mir fallen echt nicht viele Lösungen ein, ne? Das ist, was man hier machen könnte. Ich dachte, mit Froschschutz würde... Passiert mit dir irgendwas, wenn man auf dir schießt? Ansonsten hat der Raum hier auch keine Angriffswinkel und der Fahrstuhl. Vor allem, was ist das überhaupt für ein Raum? Da kommt man nur mit Fahrstuhl hin. Das ist. Gibt es hier auch wieder irgendwie einen Lüftungsschacht oder so? Der Klassiker halt. Evergreen vor allem. Shroud ist echt. Glaub mir. Ich stehe direkt vor dir. Guten Tag. Also, das würde auch funktionieren, wenn man mit vollem Dialog bleibt. Aber das bringt ja auch nichts, ne? Na, da werden wir auf jeden Fall nochmal laden. Aber in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.